Die UBS hat heute das beste Quartalsergebnis seit fast 5 Jahren vorgelegt. Maßgeblich dazu beigetragen haben das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Investmentbanking. Im Vergleich mit dem ersten Quartal 2014 stieg der Gewinn um 88% auf 1,98 Milliarden Franken. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti ist sehr zufrieden, warnt aber vor überzogenen Erwartungen. Ich meine, das ist ein sehr starkes Quartal, aber ich würde dieses Quartal nicht mal 4 multiplizieren. Die Herausforderungen, die da draußen sind, noch sehr groß. Eine der Herausforderungen feiert sich heute ebenfalls selbst. Die junge Finanztech-Branche. Sie macht sich auf, die Banken bei klassischen Dienstleistungen zu konkurrenzieren. Handy oder Tablet reichen oft schon, um dabei zu sein. Daniel Dester berichtet. Das Stell-dich-ein der jungen mobilen Finanzwelt heute in Zürich. Sie wollen die Bankenwelt verändern. Die Jungunternehmer strotzen vor Selbstbewusstsein. Die Banken wachen auch auf, und das ist auch unsere Mission, teilweise die wachzurütteln. Das ist keine stille Revolution. Die Referenten haben hier deutlich gesagt, es ist ein Umsturz im Gange. Investieren, Kredit aufnehmen und bezahlen mit der App. 3 Beispiele für das, was die junge Branche bereits hervorgebracht hat. Morgen. Kaffee gern. Und der Gipfel noch. Hier wird Kaffee normalerweise bar bezahlt. Doch SRF-Digitalredaktor Reto Wittmer bezahlt heute mobil. Ich zahle mit dem Handy. In einem der ersten Personalrestaurants, in dem das System getestet wird. Die Kasse schickt den Betrag und Wittmer bestätigt. Ist das mobile Konto leer, kommt per Lastschriftverfahren neues Geld ins virtuelle Portemonnaie. Es ist sicherer als Bargeld, weil wenn ich Bargeld verliere, das Portemonnaie, dann ist es in der Regel weg. Wenn ich da das Handy verliere, dann kann ich es sperren und dann habe ich das Bargeld noch. Das ist dann nicht weg, das kann niemand anders brauchen. Teilweise gibt es nur noch 0,05% Zins auf dem traditionellen Bankkonto. Die Alternative aus der Fintech-Szene: investieren im Internet. Auf zahlreichen Plattformen lässt sich mit wenigen Klicks Geld anlegen. Es ist sehr einfach und ich muss mich vor allem nicht schämen, wenn ich nur mit 10'000 Franken komme, die ich zum Anlegen habe. Mit so einem Betrag komme ich bei einer Bank eigentlich gar keinen Termin über für ein Gespräch. Reto Wittmer stellt sich ein Beispielportfolio zusammen. Die Rendite pro Jahr 3,5%, die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes 18%. Auch Träume erfüllen sich mit Fintech-Apps. Ein Kleinkredit ohne Bank zum Beispiel. Ein Kredit von Privatperson zu Privatperson also. Es sind noch nicht die Massen, die über Apps bezahlen, investieren oder sich Geld leihen. Aber ignorieren dürfen die Banken den Trend nicht. Es ist so eine ganz kleine Revolution und sicher mehr als ein Hype. Gerade wenn ich ins Ausland schaue, dort gibt es ganz viele so Dienstleister, die teilweise auch schon länger am Start sind als in der Schweiz. Und die funktionieren sehr gut, die sind erfolgreich. Die Leute haben dort auch das Vertrauen und brauchen das. Also das ist sicher etwas, das sich schon etabliert hat und nicht mehr einfach wird verschwinden. Platzhirsche sind aber immer noch die großen Banken. Das wird auch am Stell-dich-ein der mobilen Finanzwelt klar. Nur vereinzelt arbeiten die jungen Wilden mit den etablierten Finanzinstituten zusammen. Veranstalter Rino Borini sagt, das müsste häufiger der Fall sein. Die gegen Banken ankämpfen, haben es sicher schwierig, weil man braucht am Schluss halt Kunden, die für den Dienst zahlen, und es braucht so Vertrauen. Die hingegen sagen, ich arbeite mit einer Bank zusammen, ich versuche eine innovative Lösung anzubieten, die könnten Erfolg haben, sofern sich eine Bank endlich mal auch den Mut zeigt, sich zu öffnen. Die großen Banken können nicht mehr lange zuschauen. Die Branche ist sich einig. Der Markt der Zukunft liegt in der mobilen Finanzwelt.